Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike.
Okay, Lester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser irren Bude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Ja, ja, ganz toll, oder? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja, ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei... Schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los, suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay, dann los. Cool, ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten? Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis und schon liegen sie sich in den Armen. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Weißt du, Sam? Ja, Josh. Ich wollte nur sagen... Ach. Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummi. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine
meine Schwestern, da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Ach, egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Richtig, Sam? Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Hey, halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Nicht schlecht. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Oh, verdammt. Schon okay. Jetzt versuch's nochmal. Ganz ruhig. Ist nicht so schwer. Drück einfach den Knopf, sobald das Licht angeht. Okay. Ich krieg das jetzt hin. Klar. Wow. Das passt doch super. Okay. High five. Yeah. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsche dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Punkt. Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich...